die chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei und ZTE kommen in kritischen Bereichen des schwedischen 5G-Mobilfunknetzes nicht zum Zuge. Laut schwedischer Post- und Telekommunikationsbehörde wurden die Lizenzbedingungen von den Streitkräften und dem Sicherheitsdienst geprüft. Die Behörde hat nun 4 Unternehmen für die Teilnahme an der 5G-Spektrumsauktion zugelassen und Bedingungen für die Ausrüstung festgelegt, die diese für zentrale Funktionen nutzen. Produkte von Huawei und ZTE dürfen bei der Neuinstallation in zentralen Funktionen nicht genutzt werden. Bereits bestehende Produkte der beiden Konzerne in diesen Bereichen dürfen spätestens ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr verwendet werden.